Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute mal in einer neuen Kulisse in meinem wunderschönen Schaukelstuhl. Ihr habt euch ein Snapchat Q&A von mir gewünscht und ich habe es für euch gedreht. Und ich würde sagen, wir fangen auch sofort an mit der allerersten Frage. Tim sitzt hinter der Kamera und wird mir die Fragen vorlesen und ich werde spontan darauf antworten. Ich habe die Fragen vorher noch nicht gesehen. Ich habe 3 Tage lang keine Snapchat-Nachrichten mehr geöffnet, damit die Nachrichten nicht verschwinden. Das heißt, ich werde jetzt ganz spontan auf alle Nachrichten antworten und ich würde sagen, es geht sofort los. Viel Spaß! Die Anisa fragt, ab wie vielen Jahren hast du dich angefangen zu schminken? Also, ich habe mich angefangen zu schminken, da war ich, glaube ich, 13. Also bei mir hat das, glaube ich, so angefangen nach Karneval. Da habe ich mich geschminkt und irgendwie bin ich dann dabei geblieben und habe mich auf diesen Tag immer geschminkt. Also ich glaube, ich war so ungefähr 13. Die Nina fragt, wohin werdet ihr dieses Jahr in den Urlaub fliegen? Das ist eine sehr gute Frage, liebe Nina. Wir wissen noch nicht genau, wohin es geht. Wir würden sehr gerne nach Thailand oder Bali, aber eigentlich würden wir auch voll gerne im Winter jetzt noch ein paar Tage zum Skifahren fahren. Also es ist noch nicht so ganz sicher. Falls ihr coole Urlaubsziele habt, sagt doch mal Bescheid und schreibt mir das mal in die Kommentare, weil wir haben noch nicht so klar, wo es hingeht. Die Cora fragt, weißt du schon, ob du dieses Jahr auf irgendeinem Event bist, wo man dich treffen kann? Das ist eine gute Frage. Ich war jetzt auf extrem vielen Events, ob es jetzt Fashion Week war oder keine Ahnung was, ich kann anderes sagen. Ich denke, ich werde auf allen möglichen Beauty-Events sein. Ich habe bis jetzt noch keine speziellen Events rausgepickt, aber eigentlich bin ich dort immer vor Ort. Aber ich halte euch natürlich auch immer auf dem Laufenden, auf Snapchat oder Insta-Stories. Also ihr werdet es auf jeden Fall nicht verpassen, wenn ich auf irgendeinem Event anzutreffen sein werde. Die Jill fragt, wie schwer ist es heute berühmt zu werden? Wie lange brauchtest du, um es zu werden? Also vorab würde ich erstmal sagen, ich bin nicht berühmt. Das kommt immer ganz darauf an, wie schnell man es schafft, ja, einfach aufzusteigen, würde ich mal so sagen. Das kann von einem auf den anderen Tag gehen. Es kann aber auch 3 Jahre dauern, bis dann endlich der Knackpunkt kommt und man irgendwie Leute inspirieren kann oder es schafft, Reichweite zu generieren. Also wie gesagt, bei mir gab es einen Monat, da habe ich fast 30.000 Abonnenten gemacht und es gibt Monate, da mache ich vielleicht nur 3.000 Abonnenten. Also es ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich und von daher kann man das eigentlich kaum sagen. Ich kann nur als Tipp geben, einfach immer dran zu bleiben, man selbst zu sein und einfach ja seine Ziele zu verfolgen und sich selbst treu zu bleiben. Die Kiri fragt, sind deine Wimpern ab? Ja, meine Wimpern sind ab. Aber erst seit kurzem, die sind mir alle in der Klausurphase ausgefallen, muss ich ehrlicherweise gestehen. Weil ich so viel Stress hatte, sind die mir wirklich alle ausgefallen. Ich trage momentan wieder diese Bändchen-Wimpern zum Ankleben. Aber ich werde mir übermorgen sofort wieder neue Wimpern bei Aquarum machen lassen und darauf freue ich mich. Und warte die ganze Zeit auf meinen Wimperntermin, dass ich endlich wieder zum Wimpern machen gehen kann. Die Chiara fragt, Anna, wie machst du immer deine schönen, welligen Haare? Oh, süß. Erstmal Dankeschön. Meine schönen welligen Haare mache ich, wie ich es in meinem vorletzten YouTube-Video gezeigt habe. Ich mache die einfach mit dem Glätteisen und welle die quasi von meinem Gesicht weg. Und das war es eigentlich auch schon. Also da steckt kein großes Geheimnis hinter. Die Steffi fragt, was war dein schlimmstes Ereignis? Also mein schlimmstes Ereignis, da muss ich gar nicht lang überlegen. Das war ein Schiffsunglück. Da war ich ungefähr 8 Jahre alt, als das passiert ist mit meinen Eltern zusammen. Wir waren segeln und sind extrem in Seenot geraten. Unser Boot ist wirklich fast gekentert, kein Scherz. Das war das allerschlimmste Erlebnis in meinem Leben. Wenn ihr mehr dazu erfahren wollt, dann schreibt mir das mal in die Kommentare und ich mache euch ein Storytime-Video darüber, weil da gibt es wirklich einiges zu erzählen. Das würde jetzt absolut den Rahmen sprengen. Hi Anna, ich habe eine Frage an dich und zwar, wenn es ein Buch von deiner Zukunft geben würde, würdest du das lesen oder nicht? Und danke, dass du immer, wenn ich dir selbst schicke, immer wieder zurückschickst und einfach danke, dass du da bist. Ich hab dich ganz toll lieb. Süß. Die Nele. Also, erstmal vielen lieben Dank, meine süße Nele. Kuss an dich. Ein Buch über mich und meine Zukunft. Boah, das ist eine krasse Frage. Wie kommt man auf sowas? Also ich glaube, ich würde das Buch nicht lesen wollen, wenn ich die Frage richtig verstanden habe. Sonst weiß ich ja schon, was auf mich zukommt. Und ich denke, manchmal sollte man selbst Fehler machen. Und manche Situationen passieren auch aus einem guten Grund, weil man einfach aus manchen Situationen auch lernt. Und deswegen möchte ich nicht wissen, was alles in meiner Zukunft passiert. Und möchte einfach, ja, mein Leben leben und nicht wirklich planen, sondern einfach alles auf mich zukommen lassen. Was für ein Sternzeichen bist du? Mit ihrer Katze. Oh.
Ich bin vom Sternzeichen Krebs. Die Miline schreibt, welcher ist dein Lieblingsladen zum Shoppen? Also, das ist sehr schwer. Ich habe so viele Lieblingsläden, wo ich hingehe. Also einmal mag ich mega gerne Pull und Bier. Pull und Bär, Bier, wie heißt das? Pull und Bär. Pull und Bär. Dann mag ich sehr gerne Bershka. Ich mag H&M, da findet man immer irgendwas. Pieck und Kloppenburg mag ich auch sehr gerne. Im Sale. Das war's eigentlich. Ja, ich habe sehr viele Läden, aber irgendwie fallen die mir gerade alle nicht ein. Die Chrissy fragt, hast du Geschwister? Ja, liebe Chrissy, ich habe Geschwister. Ich habe einen Bruder, einen leiblichen Bruder und ich habe drei Stiefgeschwister quasi. Also einen Stiefbruder, der ist jetzt 17 Jahre alt und zwei Stiefschwestern. Die eine ist die liebe Joyce Ilk und die andere ist die liebe Esther. Was würdest du machen, wenn du nur auf 24 Stunden zu leben hättest? Und ich liebe dich, viel Grüße aus Köln. Oh mein Gott, erstmal richtig, richtig süß. Viele Grüße auch zurück aus Köln. Also wenn ich 24 Stunden noch zu leben hätte, würde ich... Boah, was würde ich machen? Also, wenn ich noch 24 Stunden zu leben hätte, würde ich mich nach Hawaii beamen, würde dann mein Lieblingsessen bestellen beim Asiaten, vegetarisches Dahu Curry und würde dann unter einer Palme mit dem lieben Tim mein Essen essen und würde einfach Hawaii genießen, chillen, geile Musik hören, geile Cocktails trinken, einfach meine Zeit genießen und mir den fettesten Sonnenbrand meines Lebens holen und Hauptsache braun. Richtig geilen, entspannten Tag in Hawaii verbringen mit dem Menschen, den ich über alles liebe. Die Raffaela fragt, hallo liebe Anna, wollte dich schon immer mal fragen, was du studierst und ob du den Master auch noch machen möchtest. Ich studiere soziale Arbeit und ich werde meinen Master auf keinen Fall mehr machen. Nee, ich bin wirklich jetzt erstmal durch mit Studium, also ich habe es ja noch nicht ganz geschafft. Im Juni werde ich mein Studium voraussichtlich hoffentlich abschließen und dann werde ich mich erstmal davon distanzieren und mich komplett auf YouTube und Instagram und auf meine eigene Serie Daily Cologne konzentrieren. Also ich bereue das nicht, das studiert zu haben, aber ich muss schon ehrlich sagen, diese zwei Welten prallen so extrem aufeinander, dass ich das kaum vereinbaren kann. Und wenn es sich irgendwann ergibt, werde ich den Master vielleicht noch nachmachen, aber momentan steht das für mich in gar keiner Frage. Ich bin froh, wenn ich die eine Sache erstmal abhaken kann und nicht immer auf zwei Hochzeiten tanzen muss. Bis wann du endlich meinen Vertrieb machen möchtest? Ja, diese Frage habe ich schon ganz, ganz häufig von euch bekommen. Ein Fantreffen. Ich hatte mir eigentlich immer gesagt, wenn ich eine 100.000er-Marke irgendwo auf meinen Kanälen knacke, werde ich ein Fantreffen machen. Aber da sich das bis jetzt aber noch nicht ergeben hat, denke ich, dass ich damit noch ein bisschen warte. Vielleicht werde ich das aber auch ein bisschen vorziehen, wenn jetzt ganz, ganz, ganz extrem viele Wünsche nach einem Fantreffen kommen. Aber so wie es momentan aussieht, lasse ich mir, glaube ich, noch ein bisschen Zeit, bis wir die 100.000er-Grenze geknackt haben. Und da werde ich mir was richtig, richtig Cooles für ein Fantreffen überlegen. Wollte ich fragen, ob du schon oft auf der Straße erkannt worden bist, also ob dich schon viele mein Foto gefragt haben. Danke für alles. Ich wurde schon häufiger erkannt. Das war für mich am Anfang sehr, sehr ungewohnt und ich war auch immer so, bist du sicher, dass du jetzt mich meinst? Oder wen meinst du? Hab mich dann immer so umgeguckt, weil ich dachte so, niemals meinen die mich. Aber es passiert mir schon häufiger, muss ich ehrlich zugeben. Gerade auf so Events wie zum Beispiel auf der Glow ist es wirklich so, dass extrem viele Mädels mich wieder erkennen und Fotos haben möchten oder einfach nur mit mir quatschen wollen. Und das finde ich so schön, einfach euch auch mal so kennenzulernen und euch zu treffen. Erst gestern bin ich von einem Mädel angesprochen worden und die war auch in meinem Alter. Das hat mich voll gefreut, dass ich nicht nur jüngere Zuschauer habe, sondern halt wirklich, dass meine Zuschauer querbeet irgendwie alle unterschiedlich vom Alter her sind. Mega cool, freut mich auf jeden Fall sehr. Vorstellen könntest, ein eigenes Produkt rauszubringen. Ein eigenes Produkt. Das ist so witzig, dass diese Frage jetzt aufkommt, weil ich gestern noch mit der lieben Carmen darüber gesprochen hatte. Ich verrate dazu aber noch gar nichts. Ich sag nur 100.000er-Grenze, wieder wie beim Fantreffen. Also gebt mal ein bisschen Gas und vielleicht werde ich dazu dann ein paar mehr Informationen rausrücken, wenn es dann soweit ist. Welche Orte willst du noch alles sehen in deinem Leben? Ich möchte noch sehr, sehr viele Orte kennenlernen und sehen, wie zum Beispiel Thailand, Asien generell, einfach dieser riesige Kontinent. Dort war ich einfach noch nie und möchte das alles kennenlernen. Ich habe mir auch vorgenommen, im Jahr 2017 einfach mehr Zeit für mich zu nehmen und mehr zu reisen, mehr von der Welt zu sehen. Und ihr seid ja sowieso immer bei mir am Start und immer mit überall dabei. Und deswegen hatte ich euch auf jeden Fall über meine ganzen Kanäle am Laufenden. Hey Anna, ich wollte dich immer schon fragen, wie bist du eigentlich zu YouTube
YouTube gekommen? Ja, diese Frage habe ich auch schon öfter von euch gestellt bekommen. Ich bin über ein damaliges Format von RTL 2 zu YouTube gekommen. Und zwar hieß das damals University. Das war quasi die Vorsendung von meiner jetzigen Sendung Daily Cologne. Bei Daily Cologne filme ich mich ja komplett von Montag bis Sonntag, quasi den ganzen Tag lang, mein ganzes Leben. Und University war das Vorformat. Und dort war ich mit einigen YouTubern zusammen in einer Sendung und wir haben quasi gefilmt, ja, wie so dieses YouTube-Leben funktioniert. Und ich war damals der Kandidat, der neu mit YouTube angefangen hat. Und so hat das alles bei mir angefangen zu starten. Also ich wollte schon immer einen YouTube-Kanal machen. Ich habe aber nie es geschafft, mich aufzuraffen. Und damals, als halt RTL 2 auf mich zukam, haben die gesagt, hey, könntest du dir das nicht vorstellen? Und ich so, ja, das wollte ich die ganze Zeit schon machen. Und die, hey, dann geht's jetzt los. Und schon hatte ich meinen Kanal gegründet. Und ab da ging dann eigentlich direkt schon alles steil bergauf. Und ja, hierbei bin ich auch geblieben. Nur das Format ist nicht geblieben. Das hat sich dann zu Daily Cologne geändert. So, Leute, das war's mit meinem Video beim Snapchat Q&A. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es tut mir so leid, dass ich nie alle Fragen mit reinnehmen kann, aber ich glaube, sonst würde dieses Video absolut den Rahmen sprengen und bestimmt 2 Stunden lang gehen. Deswegen seid nicht traurig, wenn eure Fragen nicht dabei waren. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und zeigt mir das doch, wenn ja, wieder mit einem Daumen nach oben. Schreibt mir doch mal gerne eure Videowünsche in die Kommentare, was ihr euch als nächstes Video von mir wünscht. Ich würde sehr, sehr gerne wieder enger mit euch quasi zusammenarbeiten. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das sehr, sehr gerne hier wieder tun. Hier geht's zum nächsten Video. Danke, dass ihr dabei wart und zugesehen habt und ich freue mich auf euch im nächsten Video. Bis dahin. Tschüss!